Hallo liebe Freunde des gepflegten Rollenspiels, willkommen zurück zu The Elder Scrolls 3 Morrowind. So, wir sind auf der Erkundung und müssen uns zu einem bestimmten Ort begeben, zu einer weiteren Zitadelle. Bevor wir das tun oder tun können, muss ich aber erstmal hier mit dem Kollegen kurz mal schnacken. Der will mir ans Leder und will aber auch nicht so richtig mit mir so ins Reine kommen. Also ne, der wicht mir ständig aus oder wicht zur Seite oder so. Ganz schlimm. So, ganz kurz mal heilen, solange das noch geht. Okay, dann machen wir damit eben weiter. Und, upsala. Ja, da fällt mir was ein. Ich hoffe, ich habe es mit dem Ablegen von gewissen Gegenständen nicht übertrieben. Sonst könnte es unter Umständen passieren, dass das mit dem Heilen in der ein oder anderen Situation dann schwierig wird. Naja, egal. So, soweit ich mich entsinnen kann. Ich habe natürlich wieder mal die Nase in eine gewisse Karte gesteckt. Und wenn ich denn richtig geguckt habe, sind wir gar nicht so verkehrt. Ausnahmsweise mal. Achso, nee, die brauche ich jetzt erstmal nicht. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Oder beziehungsweise hier diesem Pfad folgen. Und dann kommen wir zu einer weiteren Zitadelle. Und da müssen wir mal ganz kurz anklopfen und nach dem Rechten schauen. So, aber vorher habe ich hier so ein paar Sachen zu erledigen. Zum einen muss ich hier den Kollegen von seinen Schmerzen befreien und zum anderen muss ich diesem vorwitzigen Vogel oder was auch immer das sein mag die Flötentöne beibringen, genauso wie ihm. So, okay. Nanu, eine Runde heilen. Nee. Nee. In die verkehrte Richtung. So. Waffe am Start, das kann wieder weg. Ich glaube, das ist sie schon. Meine Güte, hier ist ja wirklich schwer was los. Ups, die Dups. So haben wir hier ne, nicht miteinander verhandelt. Da kann ich mich an ganz andere Sachen erinnern. So. Das müsste sie sein. Wenn die Ladung nicht reicht. Ich habe dann noch was im Petto. So, kurz mal speichern. Und Batschehändchen ziehe ich wieder ein. Und dann gucke ich mal, ob das hier der richtige Ort ist. Und wie genau ich denn da jetzt reinkomme, weil nur weil ich diesen Ort jetzt gefunden habe und die ersten Gebäude sozusagen sehe, sind wir ja noch lange nicht da drin. Das sind immer zwei Sachen. Was ist denn mit der Ratte hier los? Ich meine, außer dass die Pist krank ist. So, war es das jetzt erstmal für die nächsten zwei Sekunden oder wie sieht das hier aus? Da vorne ist wieder jemand, da flattert wieder jemand rum, da rennt wieder jemand rum. Hier ist ein Volk unterwegs, du glaubst es nicht. Meine Güte, nee. Mal. Auf dem Jahrmarkt ist nicht so viel Betrieb wie hier. Was ist denn hier? Der ist ja... Mann. Da schon wieder eine Ratte. Kannst hier keine zwei Meter gehen, ohne dass da nicht irgendjemand an dein Leben will. Ja. Normalerweise bin ich ja gewohnt, dass die Leute einen ständig an die Patte wollen, ja, und so weiter und so fort, aber die hier, die nehmen einen ja gleich Gesundheit und Leben weg. So, kriege ich hier irgendwelche Informationen, was das hier sein soll und so. Der sieht irgendwie, ja, viel sehen kann ich hier von dem noch nicht. Imposant aus, wenn man ihn denn richtig sehen könnte. Jetzt hänge ich hier fest, um Gottes Willen. Eingang ist, glaube ich, da vorne, ne? Wenn ich das richtig sehe.
Das sieht sehr eingangsmäßig aus. Guck mal. Wo denn jetzt? Ach, wieder so eine Ratte. Und so eine fliegende Ratte auch, ja. Mann, 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 Mann. So. Da bist du denn Schönes. Genau, Endosal. Das ist das, was ich suche. Endosal. So. Ich habe das richtig geschrieben. Ist jetzt mit 1 oder 2 L. Mit einem, egal. K. Grenax Arbeitszimmer. Aha, interessant. Gut, da steht jemand rum. Er macht sich auch sofort kampfbereit. Und meint hier Ärger machen zu müssen. So, meint aber auch nur. Dremora Fürst. Ja, meinetwegen. Er kann dabei haben, was immer er will. Da geht's runter. Ich bleib mal so lange hier auf dieser Ebene. Und sollte vorher erstmal hier wieder eine Dinge tun. Man kann nie vorsichtig genug sein. So. Okay. Ja, sorry, da habe ich mich natürlich wieder komplett verschrieben. Aha. Da liegen Leute auf dem Boden. Da schleichen Leute rum. Genau genommen ein Leut. In beiden Fällen sozusagen. Sowohl was das Schleichen anbelangt, als auch das Liegen. Leiche eines Helden. Ich höre Explosionen. Oh, es sind doch zwei Leute, die hier rumschleichen. Den Russel Heini hier, den habe ich gar nicht gesehen. So. Noch irgendwer, der hier meint, irgendwie umschleichen zu müssen. Das sieht irgendwie seltsam aus. Was haben die hier gebaut oder versucht zu bauen? Das ist eine riesige mechanische Hand. Wertvoller Gürtel. Okay. Man gefällt sich darin, irgendwie Roboter zu bauen oder irgendwas in dieser Richtung. In dieser Richtung. Mein Gott, mein Deutsch ist heute wieder super. Das könnte vielleicht sowas wie ein Kopf sein. Von besagter Maschine. Eieieiei. Das war schon irgendwie froh, dass das Ding nicht fertiggestellt wurde. So. Leiche des Helden, genau, das, voilà. So rum war es richtig. Was war denn hier Schönes? Rohes Ebenerz. Kann ich wieder alles nicht mitnehmen. Standard-Reflexionstrank, Standard-Morgenlufttrank, teurer rechter Handschuh, ja, alles sehr schön. Oh, Mann, ja. Merken für später, irgendwann mal wieder hier auftauchen und dann Dinge tun. Lass mal speichern. Nusal. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. Hallo? Hier war weiter nichts, ne? Das ist ja auch nicht, dass ich da irgendwie noch eine Tür übersehen habe oder so. Da bin ich auch immer ganz groß drin, Dinge zu übersehen. Und, oh. Könnte das Dagoth-Dingenskirchen sein? Dagoth Endus. Ja. Ich glaube, das ist die Person, die ich hier finden sollte. Genau. So richtig. Bevor man mit dem
irgendwas anderes machen konnte, hat er einen ja auch schon direkt angegriffen. Die Leute immer gleich so rapazig sind. Nur weil man über die Hintertür reinkommt oder so. So, hier gibt es wieder Dinge zu lesen. Vielleicht keine Fertigkeiten, aber ihr kennt das ja mit dem Lesen. So liebe ich das, kurz und schmerzlos. Was haben wir hier Schönes? Ja, das ist genau. Ein obskurer Text in der Sprache der Kreken, wer immer auch jetzt die Kreken wieder sind. Angeblich in der zweiten Ära von dem toten Beschwörer N'Gasta verfasst. Ja, das könnt ihr euch selber mal übersetzen lassen, da stehe ich außen vor. Was ist das? Wemerische Centuriopläne. Kann man sich die ansehen? Ich gehe mal auf Sonstiges. Hallo? Ne, kann man sich anscheinend nicht ansehen, warum auch immer. Seltsam, seltsam. Gut, da haben wir noch ein schönes Büchlein. Stille. Ja. Illusion um 12 Punkte verbessert, okay. Das ist immer gut, wenn man Fähigkeiten verbessern kann. Da haben wir ein Tagebuch von dem Dagrenak. Dagrenaks Tagebuch. Der Inhalt dieses handgeschriebenen Tagebuchs ist in einer fremden Schrift und unbekannter Sprache verfasst. So ähnlich wie das Ding vorhin da. Es enthält viele komplexe und stark mit Zahlen und eigenartigen Symbolen kommentierte Diagramme. Die Titelseite ist jedoch eindeutig in Altdremisch gehalten. K. Drenaks Tagebücher. Ja, schön. Wert 400, Gewicht 2. Später, alles später. Irgendwann mal. Wenn ich hier wieder zurückkehren sollte, dann werde ich das alles mitnehmen und werde als reicher Mann sterben. Das ist der Plan. Das Firma, das kennen wir schon. Firma Mensch brauchen wir uns nicht anzugucken. Das Firma Mensch kennen wir schon. Gewicht 24. Das tut so weh. Diese Schmerzen. Das kann man auszuhalten. Exklusiver Schnelligkeitstrank. Könnt ihr euch behalten. Krankheitsresistent. Okay. Was ist das? Ampullengefäß, festes Wasser. Aha. Ja, schön. Gut, ja, das ging ja hier wieder fix mit dem Kollegen. Das war jetzt überraschend. Das hätte ich jetzt so nicht vermutet. Dass wir den sofort hier finden und so. Was hat er denn Schönes dabei? Amulett des Herztaus. 20. Ich weiß nicht, was diese, also ganz ehrlich, ne, ich weiß nicht, was dieser hohe Wert jedes Mal soll. Klar, ne, das lädt natürlich dazu ein, sich die Sachen dann halt einzuverleiben, also mitzunehmen. Dann natürlich auch schön hier, ne, Magie festigen, Zuflucht, festigt Beschwörung und so weiter. Alles wunderbar. Kann man bestimmt in der entsprechenden Situation auch gut gebrauchen und so. Aber wer soll, ja, wenn man das verkaufen will, wer soll das kaufen? Ja, ich meine, wir kennen ja nun hinlänglich, wie gut unsere verschiedenen Händler finanziell ausgestattet sind. Das ist ein Witz. Amulett des sechsten Hauses, da haben wir ja so gut wie überhaupt noch keine von. Gewicht 1. Ja, das ist, ja, schön. Aber Moment, kann ich das, wäre das irgendwie, bin hin und her gerissen. Wegen jetzt der Möglichkeiten, die dieses Amulett bietet. Gewicht 5. Ich bin froh, dass ich auf das darunter bin, was ich da im Augenblick habe. Und möchte da ungerne was dran verändern, wenn es nicht unbedingt sein muss. So, ja.
dann sind wir hier schon wieder durch. Mein Gott, das ging mal flott. So, die nächste Zitadelle ist Turenal. Nal oder so ähnlich. Die ist etwas weiter entfernt. Das habe ich noch einigermaßen in Erinnerung. Die ist nicht so ganz einfach zu finden. Könnte natürlich jetzt hier noch rumgeistern und Dinge mit irgendwelchen Leuten hier anstellen, aber da ich eh nichts mitnehmen möchte, warum sollte ich das jetzt in dem Augenblick tun? Das könnte man sich doch dann für später aufbewahren. So, ich gehe nochmal auf Speichern. So. Ja. Die Sache mit dem Doppel-L. Jetzt ist die Frage aller Fragen. Wie gehe ich jetzt hier weiter meinen Weg? Das ist, habe ich hier die Möglichkeit irgendwie weiterzukommen oder vielleicht Dinge sogar abzukürzen mal so als Alternative, aber ich glaube nicht, hier sind wir relativ hoch. Das haben wir ja von unten gesehen, diesen Bereich. Da läuft weiter nichts. Hier geht's auch nicht weiter. Das heißt, ich muss quasi wieder dahin zurück, wo ich hergekommen bin. Momentchen mal eben. Entschuldigung. Ja. Das heißt, hier komme ich erstmal, das nützt mir erstmal gar nichts. Das ist da gut. Jetzt nur mal so als Orientierungspunkt. Wir sind jetzt hier und ich glaube, dass der Teil, was wir als nächstes aufsuchen müssen, liegt so hier in diesem Gebiet. Wahrscheinlich mehr so hier in diesem, weil hier waren wir ja schon, das kennen wir ja. Die nicht. Das ist außerhalb des Roten Berges, also immer wieder in bekannten Gefilden. Das dürfte das Tor sein, also die Pforte. Genau. Ortsrat. Das muss hier irgendwo sein. Wo wir noch nicht waren. Und hier ist ja alles relativ gebirgig. Ja, gebirgig. Und das kann natürlich jetzt lustig werden. Da ist schon wieder der nächste Kollege, der unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen möchte. Ah, wir kriegen hier schon wieder irgendwelche Überraschungsbälle zugeschmissen. So, leg du mich mal hin. Dann kann ich mich wieder heilen. Jo. Die Richtung stimmt zumindest. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier weiter. Und schauen wir mal, wie weit wir kommen. Oh. Ich kurz mal wieder an irgendeinem Pixel hängen geblieben. Hallo? Okay. Rennen geht noch. Dann sollte man das auch tun, solange es geht. Da oben flattert wieder jemand rum. Da kriegen wir gleich wieder Besuch. Oha. Moment mal. Zum doppelten Besuch habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Manchmal bekommt man mehr, als man eigentlich erwartet hat. So. Was nicht immer oder unbedingt gut sein muss. Da ist wieder so ein Gesichtsloser. Naja, knurr du mal. Und hey, wir haben hier direkt mal sowas wie einigermaßen vernünftiges Wetter hier in dieser Gegend. Sturm ist vorbei, kein roter Himmel, knurrende Käfer und einen orientierungslosen Nandos. Also alles wie gehabt. Finde ich gut. Ich bin hier. Okay. Da wäre ein möglicher Weg. Ob das tatsächlich so ist, weiß ich noch nicht. Hier ist nichts. Ach, hier ist wieder alles schön rot. Ah, und der Sturm ist auf. Ja, supi.
2 Sekunden Ruhe und das war's dann wieder. Ich sollte mit meinen Äußerungen vorsichtiger sein, sonst erlebe ich hier nur Enttäuschungen. Eine Enttäuschung nach der nächsten. Mein lieber Freund. Ja, auch wenn du dich hier hinter irgendwelchen Grünpflanzen verschanzt und so, das ist noch lange kein Grund, hier irgendwie ungemütlich zu werden. Was ist mit euch jetzt hier los? So, das war's schon. Mann. So, dann gehe ich mal hier über diese Brücke. Also nicht, dass ihr denkt, ich weiß hier, was ich tue oder so, ne? Das ist nicht mal ansatzweise der Fall. Also ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich hier jetzt überhaupt richtig bin. Zumal ich hier schon wieder eine Brücke sehe. Und jede Menge Ärger, sowohl auf unserem Weg als auch da unten. Gut, den Ärger räume ich noch beiseite. Die tun mir immer so ein bisschen leid, die gucken mir so traurig. Ist ja irgendwo auch ein scheiß Schicksal, ne? Also hängst du ständig bei dieser schrecklichen Gegend rum. Muss Leute verprügeln, die du nicht kennst. Ist das wieder so ein Krokodil? Die sind nicht ganz ungefährlich. Bevor ich mich mit dem anlege, wo bin ich denn jetzt? Ich glaube, ich renne in die verkehrte Richtung. Kann das sein? Kann das sein, dass ich gerade in Richtung Dagut Ur laufe? Da will ich ja noch gar nicht hin. Es ist eins von diesen Krokodilen. Ja. Und ich komme nicht vorwärts. Verdammt. Jetzt rutsche ich auch nicht runter. Jetzt ist vollkommen normal, dass ich dann auch noch da runterrutsche. So. Ich kämpfe mich mal hier hoch. Und eine Runde heilen. So, ja. Ach, das tut gut. Da geht's einem gleich viel besser. Und her mit der Waffe. So. Ja. Ich versuche mal so ein bisschen Überblick zu gewinnen, soweit das hier, oh Gott, machbar ist. Ja, okay. Du hast mich gesehen. Ich hab dich gesehen. Alles klar. Hallo? Bist du? Danke. Komme ich hier hoch? Das ist schön. Komme ich hier hoch. Aber das mit dem Überblick ist hier. Vor allem bei dem Wetter, also bei diesem Sturm hier. Sehr eigen. Sehr eigen. Und schwierig und so. Ja, genau. Das ist wahrscheinlich hier unten. Das ist direkt Dagut Ur. Genau, da will ich nicht hin. Denn da müssen wir also. Upsala, das wollte ich jetzt gar nicht. Mehr hier so lang und mehr so in diese Richtung hier orientieren. In der Hoffnung, dass das der richtige Weg ist. Oder vielleicht ist es ja auch der Weg direkt nach Dagut Ur. Man weiß es halt noch nicht. Wir werden es aber herausfinden. Früher oder später. Ich wahrscheinlich eher früher. All dieses und weiteres werden wir aber erst in der nächsten Runde erfahren. Bis dahin wünsche ich euch, wie immer, alles Gute und gehabt euch wohl.